Herren, meine Fraktion lehnt die Anträge ab. Und zwar ist das zwingend für uns, weil wesentliche Tatsachen in den Anträgen keine Berücksichtigung gefunden haben. Und deshalb geben Sie mir die Möglichkeit, hier einige Dinge richtig und klarzustellen. Bereits beim Pflegestärkungsgesetz I, und das war noch vor der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes, haben wir für die stationäre Pflege zusätzliche Betreuungs- und Aktivierungsangebote auf den Weg gebracht. Wir haben einen neuen Schlüssel eingeführt, 45.000 zusätzliche Betreuungskräfte in stationären Einrichtungen. Ich denke, das ist eine beeindruckende Zahl. Das sind mehr Kolleginnen und Kollegen in der Pflege, mehr Hände für gute Pflege. In den Vergütungsverhandlungen zwischen Pflegekassen und Pflegediensten haben wir verankert, dass die Kassen bei tarifgebundenen Einrichtungen die Tarife nicht als unwirtschaftlich einstufen dürfen. Damit stellen wir sicher, dass Tariferhöhungen wirklich bei den Beschäftigten ankommen. Und vor 14 Tagen im PSG 3 haben wir die Regelung ergänzt, auch für nicht tarifgebundene Einrichtungen. Das heißt, mehr Geld für die Pflege. Ferner haben wir bereits seit Ende 2014 mit dem PSG 2 flächendeckend eine vereinfachte Pflegedokumentation im ambulanten und im stationären Bereich eingeführt und dabei klargestellt, das ist ganz wichtig, dass die gewonnene zeitliche Entlastung der Pflegekräfte nicht durch Personalkürzungen wieder rückgängig gemacht werden darf. Also mehr Zeit für Zuwendung, mehr Geld, mehr Kollegen, mehr Zeit für Zuwendung. Bereits nach geltendem Recht können in den Landesrahmenverträgen Verfahren zur Ermittlung des Personalbedarfs oder zur Bemessung der Pflegezeit vereinbart werden. Bislang werden in den Ländern allerdings nur Pflegerichtwerte vereinbart. Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes sind diese Rahmenverträge entsprechend anzupassen und auf die Pflegegrade hin neu auszurichten. Dies betrifft auch die Vorgaben zur Personalausstattung in zugelassenen Pflegeeinrichtungen. Die Bundesregierung ergreift eine Vielzahl von Maßnahmen, um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern. Dazu gehören zudem die Gestaltung guter Rahmenbedingungen der pflegerischen Versorgung. Und wir haben bei allen unseren Gesetzen im Gesundheitsbereich darauf geachtet, dass Aspekte berücksichtigt wurden, um die Rahmenbedingungen für gute Pflege zu verbessern. Wir haben die Umsetzung der Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege auf den Weg gebracht. Und wir haben im Moment einen wahren Run auf die Altenpflegeausbildung. Das ist ein gutes Signal. Die Entwicklung und Erprobung eines fachlich-wissenschaftlich fundierten Verfahrens zur Personalbemessung in der Pflege ist auf den Weg gebracht und wird umgesetzt. Wir haben den Mindestlohn eingeführt und die permanente Anpassung des Mindestlohns in der Altenpflege. Die Aufwertung des Pflegeberufes haben wir dadurch erreicht, dass also mittlerweile wissenschaftlich fundiert nicht mehr die Strukturqualität im Vordergrund steht, sondern die Ergebnisqualität. Hier wird Fachlichkeit und Kompetenz von der Pflege für die Pflege wertgeschätzt. Wir haben Förderung für die Vermittlung bzw. Zuwanderung von Pflegekräften aus dem Ausland intensiviert. In der Altenpflege haben wir die Welt verändert, nicht nur für die Pflegebedürftigen, ganz besonders auch für die Menschen, die in der Altenpflege arbeiten. Aber wir haben auch im Krankenhausbereich wesentliche Dinge verbessert. Ich erinnere hier an das Pflegestellenförderprogramm, den Pflegezuschlag oder die Expertenkommission, die prüft, ob also in den DRGs entsprechende Beträge für gute Pflege eingeplant sind. Wir haben das Hygieneförderprogramm auf den Weg gebracht. Also
Pflege steht bei uns im Mittelpunkt. Das alles zeigt deutlich, dass die Koalition die personellen Probleme im Pflegebereich nicht nur ernst nimmt, sondern auch an allen Stellen alle Hebel in Bewegung setzt, um im Krankenhaus und in der Altenpflege mehr qualifizierte Fachkräfte für den Beruf zu gewinnen. Und wir wissen alle hier im Haus, dass die Gewinnung zusätzlicher Kräfte für die Pflege keine Aufgabe nur in dieser Legislaturperiode ist, sondern es wird eine stetige Aufgabe sein in allen zukünftigen Legislaturperioden. Darauf konzentrieren wir unsere Arbeit für eine gute Pflege in unserem Land. Wir müssen die Rahmenbedingungen so gestalten, dass es für heutige und künftige Pflegekräfte attraktiv ist, ihren Beruf möglichst bis zur Rente treu zu bleiben. Das ist unser Ziel, und daran arbeiten wir intensiv gut zusammen in dieser Koalition. Vielen Dank. Vielen Dank. Maria Klein-Schmeink hat jetzt das Wort für die Fraktion.